38. I'm reading a slaver ship in Hangar A. Have you run into any Trandoshans? Lots of them, and they've been throwing battle droids at us. The Trandoshans have been more concerned with acquiring Wookiee pelts than taking sides in this war. Then what are they doing here? And why would the Seps be selling clinkers to slavers? I'll keep analyzing the logs. In the meantime, get down to Hangar A and shut them down. Seth, I patched into the RAS control grid. Yes, sir. I'll be able to manipulate some of the ship's functions from here. So, und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Gut, das war jetzt nicht mein normales Intro, aber egal. Guten Tag, Leute. Leo hier. So, jetzt ist alles wunderbar. Ja, wir spielen Star Wars Republic Commando. Und haben auch schon den ersten Kill. Boah, die sein sich alle ab hier. Na, danke. So, Star Wars Republic Commando. Was zur Hölle ist das? Das ist ein relativ altes Spiel. 2005 ist es rausgekommen. Und ich habe meine Uhr vergessen. Und ja, das habe ich mir mal halt in letzter Zeit gekauft, weil ich einfach mal neugierig war. Ich wollte das einfach mal irgendwann wieder spielen, weil ich einfach Bock darauf hatte. Wir, also sprich, komm mal her. Wir sind das Delta Squad. Und das sind meine Untertanen. Ja, okay, Untertanen kann man es nicht sagen. Meine Teammates, sagen wir es einfach so. Und ich bin der Boss und wir wollen hier im... im Sinne der Republik ein paar Taten vollbringen, sprich zum Beispiel Missionen erfüllen. Ich bin hier auf einem Schiff, welches der Republik gehört, das jedoch aus irgendwelchen Gründen irgendwann verschwunden ist. Hilfe. Ja, irgendwann verschwunden ist und jetzt ist es plötzlich wieder aufgetaucht. Und jetzt sollen wir feststellen, warum es verschwunden ist und warum es plötzlich wieder aufgetaucht ist. Also wir wissen mittlerweile, dass Trandoshaner, das sind diese Wesen, gegen die ich kämpfe, dieses Schiff halt gekapert haben. Allerdings wissen wir nicht, warum und wieso. Ja, so. Jetzt bleibt mir eben stehen. Was ich sagen kann zu diesem Spiel ist eben noch, es wird ein paar Mal laggen. Kann ich da was für? Und da war gerade übrigens ein Lag. Nein, kann ich nicht. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass dieses Spiel nicht laggen sollte, weil ich einfach eine Hardware habe, die diesem Spiel ums Zehnfache überlegen ist. Ich glaube, das muss ich niemandem sagen. Allerdings, das Spiel ist alt und ich... kann auch nichts gegen machen. Das heißt, es könnte einfach daran liegen, dass das Spiel so alt ist, dass es halt laggt. Das tut mir auch leid. Ich selber hasse Lags. Ich habe schon versucht mit Fraps auf... Also ich nehme es gerade mit Fraps auf, aber ich habe halt verschiedene Einstellungen versucht, um diese Lags zu reduzieren. Ist leider nichts zustande gekommen. Müssen also so ein bisschen leben. So. Ich It's been recording everything that happens on board. Every weapon, every maneuver. The Republic could spend months analyzing this data. And the Wookiees could use it to get an edge on the slavers. Yeah, Wookiee life debts for everyone. We've got to get this ship back to Coruscant in one piece. Hoppala. Ach du Scheiße, so. Superkampfdruiden, geil. Was sind Superkampfdruiden? Das sind diese Dinger und die sind scheiße gefährlich. Ich werde jetzt einmal meine Deltas da abziehen und die befehlen hier dahin zu gehen. Ach du Scheiße. So. Also ihr seht, die Dinger gehen ganz schön gut ab und ich kann da relativ wenig gegen tun. Denn ich habe keine Munition, Ausrüstung und ähnliches. Also zumindest nicht für diese Droiden. Na los, steh auf. Komm schon. Bam. Da bin ich down. Beschissene Situation. Allerdings kann mein Squad mich jetzt noch reanimieren. Was es dann auch tut. So. Jetzt befehle ich mal, dass sie den erstmal angreifen sollen und jedoch hier, Seth, dass da bitte schön in die Luft springen soll. Also. Nehmen wir mal vielleicht die Waffe, vielleicht hilft die da ein bisschen. Und ab in die Luft springen. Damn. So, jetzt müssen wir nur noch diese Gegner ausschalten. Squad, komm mal her. Danke.
Komm schon. Halleluja. So, das war jetzt actionreich. Dann wollen wir mal wieder vorrücken. Noch eine Stellung, die wir wahrscheinlich halten müssen. 1, 2, 3. Was? Boah. Fuck. Da war jetzt gerade eine Mine, die habe ich nicht gesehen. Shiat. Komm, steh auf. Danke. So, jetzt habe ich aber wenigstens den Weg hier frei gemacht. So. Nehmen wir mal eine schöne Shotgun. Na, komm schon. Ah, hier. So. Das war jetzt gerade lustig, aber ich muss jetzt erstmal hier zusehen, dass ich nicht wieder sterbe. So. Schnell Speicher nehmen. Ich möchte, dass ihr mal alle eben alle eure jetzigen Aktionen abbrecht und alle zum Heilen kommt. Na los. Na, diese KI. So, dann der letzte noch und dann haben wir es. Dann sind alle bei voller Gesundheit. Wer sich übrigens fragt, warum das Spiel auf Englisch ist, simple Story, es war nicht so teuer auf der englischen Version oder in der englischen Version und ich kann halt so weit Englisch, dass es mir nichts ausmacht, wenn das Spiel auf Englisch ist. Also größtenteils meistens. Ich kann natürlich auch nicht alle Vokabeln, aber an sich habe ich kein Problem, ein englisches Spiel zu verstehen. So. Oh, hab jetzt ehrlich gesagt ein größeres Komitee erwartet. Gut. Ich möchte, dass hier eine Ladung und da ein Sniper eingestellt wird. Die werden bestimmt noch nützlich. So. Dann werde ich jetzt aber da hingehen und mal gucken, was passiert. Nichts. Doch, da sitzt er doch. Wunderbar. So, wir blenden die eben eine Runde. Flashen die eine Runde so aus. Wunderbar, läuft hier am Schnürchen. So. Allerdings ist einer gerade tot. Hilfe! Alle zurückkommen. So, wo ist denn jetzt hier mein toter Delta? Da hinten ist er. Keine Runde, keine Sorge, Fixer. Schon lebst du auch schon wieder. Bam, Headshot. So, jetzt kommt her. Wir müssen nämlich eigentlich nur noch durch diesen Korridor. Und da ist auch schon unser Ziel. So. Einmal bitte alle heilen. So. Offensive Formation, eben nachladen, speichern und ab ins nächste Kapitel. Lockdown. I've been analyzing ship communication logs. The Trandoshans have arranged a rendezvous with the Separatists at this location. You're gonna hand over the ship? I'm contacting the Republic for assistance. In the meantime, get down to the hangar and take it. What the? Wahrscheinlich. So. Jetzt haben sie uns hier in den Hinterhalt gelockt. Macht aber nichts hier, meine Deltas sind am Start, die können das. So, schön zur Deckung, von Deckung zu Deckung latschen. Bam. Ich will einen Delta hier. Der ist tot. Da ist ein Typ, der gerade von gleich von dem ausgeschaltet wird. Und? Okay, anscheinend nicht. Hier kann ich nicht drüber, schade.
So, offensive Formation, bitte kommt mal alle mit. Delta 38, the detention area has an automated lockdown system. So. Well, hey, doesn't work. I'm reading damage on several circuits. Find and fix those circuits, then lockdown will begin automatically. So, ich schätze mal, wir müssen daher. Allerdings macht mein Squad gerade irgendwas Komisches. Ah ne, die KI spackt nur gerade ein bisschen rum. Fix. Ah, da muss ich hin. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum mein Squad nicht nachkommt. Normalerweise sind die eigentlich relativ schnell dabei, hinter einem herzugehen, aber hier ist ja mein Ziel. Also man merkt schon an vielen Ecken, dass das Spiel halt relativ alt ist. Also die KI spinnt manchmal rum. Zur Grafik muss ich glaube ich nichts sagen. Aber naja. Ich habe übrigens keine Munition für mein Sniper-Attachment. Also es ist leider ein bisschen schade. Ich habe normalerweise auch noch für diese Waffe, also die, die ich jetzt habe hier, so eine Erweiterung, die es mir erlaubte, halt einen Sniper daraus zu bauen. Für das habe ich aber leider keine Munition. Oh. Na komm schon. Halleluja. Lustig, der hat mir jetzt gerade ein bisschen sehr viel ausgehalten. So. Ihr seht, da hinten ist so ein komisches Geschütz. Das ist sehr schlecht, denn das ist sehr stark. Ach, goddammit. Hier ist nochmal so ein Ding, was ich aktivieren muss. Ah, Mann. Mein Squad soll mal was hier tun. So. Eine Granate, zwei Granaten und schnelle Deckung. Wunderbar, habe ich hier auch direkt einen Bagdad-Tank. So. Alpha Squad, bitte herkommen. Delta. So, Shotgun ist wahrscheinlich hier besser. Fuck! Da hat er mich voll erwischt, das gibt's ja nicht. Na los, komm schon, Squad. Mann, Mann, Mann. Ja, da hatte ich jetzt Pech. Nimm bitte die Waffe auf, danke. So, wir steigen jetzt aber selber mal hier rein und gucken, wo der Gegner ist. Autsch. Bam, bam, bam. Hiermit kann man ruhig alles hier zerstören. Bringt mir aber gerade nicht so viel, weil der einfach kein Arsch ist. So. Delta ist rein da. So. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Was ist das? Achso, das ist eine Sprengladung. Nicht? Hm. Sah so aus wie eine. So. Take offensive formation. Warte. Oh, meine Fresse! Ey, die haben aber auch Glück, dass ich ständig erst irgendwie sowas anderes mache und die mich halt dann erledigen. Mann, Mann. Also sorry für die unnötigen Tode, aber aus irgendwelchen Gründen bin ich ständig im Nachteil, weil ich entweder gerade in der Animation bin oder ähnlichem. Oh Gott. Arschloch. So. Will da ein Sniper. Und den will ich tot sehen. So. Bagdad brauche ich nicht. Bam. Wunderbar. So, jetzt will ich auch noch da einen Sniper. Na, Shotgun. Los, weg hier. So. Erledigt. Erledigt. Dann aktiviere ich auch mal den Scheiß hier. Where,
Bin übrigens mal gespannt, wie das Commentary wird. Ich habe jetzt etwas länger kein Commentary gemacht und da kann man halt, also wenn man dann einfach spontan wieder anfängt, ein Commentary zu machen, dann ist das ein bisschen hakelig. Guckt, jetzt haben wir die Gasvorrichtung hier aktiviert. Falls ihr euch fragt, warum mich dieser komische Dampf hier nicht beeinflusst oder so, ich habe einen Helm auf. Also ich bin halt ein Clone Trooper gerade. Also ein Clone Kommando, also ich bin etwas mehr wert, sage ich jetzt mal, als ein normaler Clone Trooper. So, was zur Hölle macht mein Squad da die ganze Zeit? Wo rennt ihr denn dahin? Verstehe ich einfach nicht. Bam. So. Und ich würde jetzt mal behaupten, also ihr seht hier diesen komischen Pfeil, der sagt, dass ein neuer Levelabschnitt beginnt. Ich würde sagen, das war's dann erstmal fürs Gameplay. Ich werde jetzt noch ein Part aufnehmen, weil ich halt jetzt Bock habe. Und deswegen würde ich mal so sagen, fürs Erste, vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.